Hallo meine Lieben, ich hatte gedacht, ich nehme euch mal schnell mit. Super weich und cremig und auch super weich und noch etwas cremiger der Butter Bronzer. Also den Lipgloss habe ich gerade eben noch mal neu aufgetragen. Also es ist ja kein Gloss, es ist ja ein Liquid Lipstick. I love love. Und ich hatte Glück und habe ein paar neue Schätze erworben und euch da mal eben mitgenommen. Ich wollte jetzt einfach mal sehen, insofern schon First Impressions und aber auch Review. Und ist es auch wirklich geeignet für jemand, der eher dezente Looks trägt und eben auch ein reiferes Häutchen. Weil dazu verlinke ich euch auch gerne nochmal ein Video von mir. Wenn Glitzer in den reiferen Jahren nach Möglichkeit nicht hier oben, das lässt das Lid hier nach vorne kommen und eine Schwere rausbringen. Ja, ich lange Zeit fast nur komplett matt meine ganzen Produkte verwendet habe und eigentlich erst so in den letzten Jahren beziehungsweise meinen Schimmer immer ganz gezielt auftrage und setze und ganz wenig groben Glitzer habe. Och, ich sehe so struffelig aus. Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und machen wir doch das mal am Anfang. Wenn ihr das erste Mal hier auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Ich bin Betty und meine Videos drehen sich um Lifestyle, Mode, Beauty, Ü40, Naturkosmetik und auch gesunde Ernährung. Ich bewege mich gerne draußen an der Natur, begleitet von meinem liebsten aller Hunde und auch darüber gibt es ein paar Videos. Habt ihr eigentlich schon die Glocke gedrückt, wenn ihr Abonnenten seid, um kein Video zu verpassen? Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn euch das Video am Ende gefallen hat oder auch zwischendrin oder sogar jetzt, gebt ihm einen Daumen nach oben. Ihr seht mich mal mit meiner, quasi Naturmähne. Also so sind die Haare mehr oder weniger ungestylt, nachdem ich schon einen Spaziergang gemacht habe. Und die Locken kommen eigentlich ganz gut raus, aber wir wollen nachher noch in die Therme. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse sie einfach mal so, wie sie gewachsen sind und habe da auch eigentlich ein sehr, sehr tolles Pflegespray entdeckt, das zumindest ein bisschen Griffigkeit und Struktur wieder reingibt. Aber man sieht dann immer ein bisschen struwweliger aus. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Und ich hatte mal wieder Lust auf ein Beauty-Video und euch da mitzunehmen, nach Möglichkeit relativ kurz. Ich hatte das Gefühl, die letzten Videos waren ein wenig lang geraten. Ich weiß, dass viele von euch meiner treuen Zuschauer das sehr, sehr gerne auch länger sich anschauen. Aber der Großteil der Leute mag eben auch gerade bei Beauty-Themen, denke ich, eher so kürzere, knackige Versionen. Und deswegen versuche ich euch da jetzt mal durchzuführen. Das heißt, ich habe euch mitgenommen, wie ich mich heute Morgen fertig gemacht habe und blende euch das auch immer wieder ein. Denn ich nehme natürlich zwischendurch auch immer mal wieder Sachen mit, um sie auszuprobieren und hatte in letzter Zeit euch auch schon mehrfach meine große Love-Liebe gezeigt und da auch ja ein wenig Glück gehabt, weil hier bei Butney das Sortiment umgestellt wurde und da eben auch tatsächlich ja ganz, ganz tolle Produkte für 50% reduziert waren und da konnte ich nicht widerstehen. Und bin eigentlich den ganzen Sommer mit meiner Highlighter-Palette super gut über die Runden gekommen und habe da schon Hitzepan. Ja, ich befürchte, ich muss jetzt Dauerwerbesendung einblenden, obwohl natürlich alles selbst gekauft und immer meine eigene unabhängige Meinung. Die ist nämlich unbezahlbar, jawohl, das wisst ihr ja auch. Ja, apropos, ne? Vergesst nicht die Verlosung. Schaut in mein letztes Video. Da könnt ihr nämlich teilnehmen, um einen dieser beiden Sets zu gewinnen. Ich freue mich da von euch zu hören. Unbedingt vorbeischauen. Yay, yay, yay.
Und ja, dann war es eigentlich so, dass durch Zufall am Freitag ich über diese tolle Palette gestolpert bin, denn die wurde gerade ausgepackt. Das ist wohl in allen Geschäften ein bisschen unterschiedlich. Die meisten wissen nicht, dass sie auch bei Butni hier oben im Norden zu erhalten ist. Wunderschön verpackt und ja, hat so ein 3D-Motiv vorne drauf. Das sind die Farben. Hier ist natürlich auch ein Spiegel, den ich jetzt abdecke, um euch nicht zu blenden. Und als ich die Farben gesehen habe, dachte ich, oh ja, das ist, oh nein, das ist meine. Ja, jetzt bin ich da reingeditscht. Schade. Und ich konnte auch, also ich habe sie ungeswatcht gekauft und hatte das eigentlich auch nur so am Rande mitbekommen. Aber die Farben haben mir sehr gut gefallen. Auf den ersten Blick sehen sie so ein bisschen wild aus. Aber es sind eben auch neutrale Töne, warme Töne dabei, die ich immer sehr gerne zu meinen blauen Augen eben trage. So ein Terrakotta-Ton, gerade jetzt auch im Winter. So ein bisschen was Roséfarbenes, so Rose Golden. Und dann hier auch ein paar Bam-Farben, wie das Blau, Türkis. Die Rottöne trage ich ja auch sehr gerne, wenn ihr an MAC Cranberry und Penny Talk und so weiter denkt und dann auch noch richtig schöne, ja, stark glitzernde für ja, Festivitäten, goldene. Und was mir sehr gut gefallen hat, auch ein sehr dunkler, brauner, kühler Ton und hier unten ein eher so, ja, Mauve-Lila, dunkel-lila, violettfarbener und kein Schwarz, weil ich habe so viele schwarze. Und deswegen glaube ich, passt diese Palette richtig, richtig gut zu mir. Denn viele der Farben sind zwar intensiv, aber es ist jetzt nicht oft, ist in Paletten, finde ich, zwei Drittel relativ dunkel. Und ich arbeite aber hauptsächlich mit den helleren Tönen und die sind dafür dann nicht so gut pigmentiert. Hier sind auch zwei helle Töne dabei: einmal Hattie's Shade und Slay, die eher leichter pigmentiert sind und sehr starken Schimmer bzw. Glitzer haben. Und sozusagen als Topcoat oben drüber gegeben werden. Das habe ich euch auch gezeigt, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich da tatsächlich auch ja, ganz nah an das Video von der lieben Hatice gehalten. Sie ist ja der Mega-Profi und hat sich wirklich zu jeder Farbe was gedacht. Schaut auf jeden Fall in ihr Video rein, falls ihr sie noch nicht kennt, wo sie diese Palette vorstellt. Und da werden auch verschiedene Looks gezeigt. Immer ganz gezielt auftrage und setze und ganz wenig groben Glitzer habe. Aber ich habe so auch einen Silvester-Look euch schon mal gezeigt. Das ist ein traumhafter Lidschatten, der dann so ein bisschen nass glänzend und nur vereinzelt so funkelt. Den liebe ich auch heiß und innig. Und daran tatsächlich erinnert mich Hattie's Shade. Der ist wirklich, wirklich toll. Der ist so ein bisschen weicher. Da muss man auch vorsichtig sein. Ich werde die jetzt auch alle nicht swatchen. Es gibt genügend Swatches im Internet und auch natürlich bei ihr direkt und auch bei Love. Aber der ist wirklich so transparent und dann nochmal so dreidimensional schillernd. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, weil man damit jede Farbe nochmal so ein bisschen, ja, akzentuieren kann oder auch verändern oder auch wieder heller werden lassen kann. Wenn Glitzer in den reiferen Jahren nach Möglichkeit einer, der natürlich sich dann auch setzt und dann nach Möglichkeit nicht hier oben. Das lässt das Lid hier nach vorne kommen und eine Schwere rausbringen, sondern wirklich hier in der Mitte auf dem beweglichen Lid und hier auch der Bogen, der sollte nach Möglichkeit matt sein. Genauso wie hier unten drunter im Augeninnenwinkel natürlich, jeder wie er es mag. Ich bin jetzt auch nicht so ein Freund hier, den Mega Glow schon, aber nicht den Mega Glanz und Schimmer und Glitter zu haben. Und ja, irgendwie habe ich doch immer mehr zu erzählen. Ich muss mehr Videos machen. Ich sehe, es sind schon wieder 12 Minuten. So lang sollte das Video doch überhaupt nur werden. Ich habe in der Farbe Bone das gesamte Augenlid quasi abgedeckt und etwas mattiert. Die ist sehr fein vermahlen und auch das geht bei einer reiferen Haut sehr, sehr gut, weil es nicht zu viele Schichten auf dem Auge sind. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann habe ich
mit Moody, so nennt sie sich jetzt selbst, oder auch ihre Community, quasi die Lidfalte verblendet, und das ist für mich eine der idealsten Farben. Das ist so ein richtig schöner, natürlicher Braunton. Ich habe dann hier mit diesem Terrakotta-Ton noch ein bisschen das intensiviert, weil ich immer eigentlich sonst auch gerne noch ein bisschen Rouge auf die Lidmitte setze. Pamuk auf dem beweglichen Lid quasi aufgehellt. Heute habe ich es so gemacht, dass ich Slay drüber gegeben habe und das Ganze nochmal ja, feucht eingetupft habe. Und dadurch entsteht so ein transparenter Look und ganz oben drüber als Topper dann eben Hattie's Shade, der so ein bisschen diese Dreidimensionalität gibt. Und das ist ein Look, der auch ultra schnell geht. Akzentuiert habe ich dann nochmal mit so einer angeschrägten Braunbürste. Hier quasi den äußeren Augenwinkel ein bisschen angehoben und auch das untere Auge betont und dann das Ganze nochmal mit dem wunderbaren Perfectitude von Love gesettet. Den habe ich auch zum Anfeuchten benutzt. Ich habe nicht die Pinsel angefeuchtet, sondern habe mir auf den Handrücken gesprüht und dann mit dem Finger quasi das schon geschminkte Lid nochmal betupft und darauf dann quasi den Topcoat gegeben. Und das bringt diesen leicht transparenten Look. Und für mich war halt auch wichtig, dass wirklich ja, der Glitzer da bleibt. Er hat im ersten Auftrag natürlich ein bisschen Fallout. Ich habe aber erst danach abgepudert und auch nochmal mit ein bisschen Concealer versäubert. Und ich muss sagen, wie gesagt, das ist jetzt 2 Stunden das Augen-Make-up. Was man sieht, ist, ich habe die Tendenz zu leichten Schlupflidern. Und man sieht, dass das natürlich ein bisschen abstempelt. Also ich hatte es nur bis aufs bewegliche Lid getragen und ich habe es jetzt aber als leichtes Echo, als Schimmerecho sozusagen auch auf dem gesamten Lid, was mir aber ganz gut gefällt, weil es so transparent ist. Insofern, wenn es jetzt nicht komplett verschwindet über den Rest der Zeit, also 4, 5 Stunden, finde ich, sollte so ein Augen-Make-up schon halten, dann bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Der Bronzer, finde ich, ist ein bisschen untergegangen. Also die soll eigentlich sogar offiziell erst ab Montag nochmal DM online erscheinen. Also würde ich sagen, es ist eine streng limitierte Edition. Wenn ihr da die Chance habt, dann greift dazu. Oder wenn ihr gerade Lust habt, nochmal mehr Farben auszuprobieren. Jetzt auch gerade noch für die kommenden Feiertage, vielleicht jetzt vielleicht auch noch für die kommenden Weihnachtsfeiern, Advent etc. Der Bronzer, darauf hat mich dann erst die liebe Sassi aufmerksam gemacht. Die hat ihn nämlich nicht mehr bekommen. Und dann dachte ich so, die haben da gestern ausgepackt. Wie gesagt, ich jage eigentlich nicht und schon gar nicht aus der Drogerie LEs hinterher. Aber in diesem Fall bin ich nochmal recht entspannt vorbeigegangen und siehe da, sie hatten die Bronzer noch und ich habe ihn ihr dann auch mitgebracht. Was mir sehr gut gefällt, er hat so einen leichten Kokos-Vanille-Duft, wie ich finde. Er ist auch sehr, sehr, und das kenne ich von Love, fein vermahlen. Er hat eine ganz, ganz tolle Textur und das finde ich ist matt und finde hat so einen ja kühlwarmen Ton. Wie gesagt, für hellere Häutchen super geeignet. Und den wollte ich euch jetzt tatsächlich nochmal im Vergleich zeigen, denn der erinnert mich an einen Bronzer, den ich den ganzen Sommer über getragen habe. Und zwar ist das der Butter Bronzer, die dunklere Variante. Der helle ist ja auch sehr, sehr hell. Von der Textur super weich und cremig und auch super weich und noch etwas cremiger der Butter Bronzer. Und dies ist Hattie und dies ist der Butter Bronzer. Und ich finde, die sind sich schon sehr ähnlich im Shade. Der Butter Bronzer ist etwas röter, aber und duftet ja auch sehr nach Kokos. Den habe ich wirklich heiß und innig geliebt. Und
Diesen werde ich, denke ich, genauso gerne auftragen. Also er hat mir auf jeden Fall im ersten Tragen super gut gefallen. Und wenn ihr noch auf der Suche nach einem tollen, matten, natürlichen Bronzer seid, dann greift da auf jeden Fall zu. Ja, ich befürchte, ich muss jetzt Dauerwerbesendung einblenden, obwohl natürlich alles selbst gekauft und immer meine eigene unabhängige Meinung. Die ist nämlich unbezahlbar, jawohl, das wisst ihr ja auch. Worüber ich schon ganz lange mit euch sprechen wollte, ist dieses Perfektitude, auch sehr, sehr fein vermahlene Puder, was ich gerne auch im Sommer, da war es eigentlich ein Tick zu blass, aber um so ein bisschen ja, abzumattieren, weil ich im Sommer sehr, 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 sehr viel mit Ölen gearbeitet habe, um so ein bisschen diesen Speckglanz wegzunehmen, war das richtig, richtig toll. Ich glaube, das gibt es auch nur in einer Nuance, ist ganz, ganz fein vermahlener loser Puder. Und dann auch einer meiner liebsten Highlighter. Schaut da unbedingt nochmal ins Highlighter-Video vorbei. Ist auch von Love. Der Aura Glow, der ist auch so richtig schön dezent und hier so marmoriert im Pfännchen. Und ja, apropos, ne? Vergesst nicht die Verlosung. Schaut in mein letztes Video. Da wird nämlich, da könnt ihr nämlich teilnehmen, um einen dieser beiden Sets zu gewinnen. Ich freue mich da von euch zu hören. Unbedingt vorbeischauen. Yay, yay, yay! Und ja, was ich im Zuge dieser Rabattaktion dann auch noch mitgenommen habe, Blushment. Und das ist so ein Mittelding zwischen Highlighter, auch so marmoriert. Eher sieht so ein bisschen baked aus, steht das eigentlich drauf? Oder mineralisch? Marbled, einfach nur marbled. Und ich finde, es ist sehr. Ja, es ist sehr roséfarben und hier aber auch die dunklen Elemente. Der wird dann als Blush, wie ihr das da auch sehen könnt, ist es eigentlich so ein richtig schöner warmer Ton. Gerade zum Kontrast im Sommer habe ich eben einfach sehr, sehr viel eher so Koralltöne getragen, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja, also dann dazu, was richtig, richtig gut ist, finde ich, ist dieser Liquid Lipstick. Das sieht man auch schon. Die Farbe selbst ist für mich ein bisschen zu dunkel. Sie ist auch sehr, sehr kühl. Und dieses leicht bläuliche finde ich, wenn man ein starkes Augen-Make-up hat und dann noch so ein bläulich-aschigen Ton auf den Lippen. Da muss man, finde ich, dann schon ein bisschen aufpassen, weil das kann tendenziell so ein bisschen alt machen, wie ich finde, alle bräunlichen und zu dunklen Töne. Ich habe ihn jetzt noch kombiniert, eben mit meinem Maybelline Lip Liner und ja, einem anderen Liquid Lipstick, einem anderen Liquid Lipstick und noch einem Lip Gloss darüber, aber ja, also von der Haltbarkeit kann ich die nur wärmstens empfehlen. Der helle Ton, der erste helle Ton, ist mir persönlich jetzt wieder zu nude. Also, das ist dann, da muss man dann wieder, das ist da die andere Seite des Pegels aufpassen, dass es dann nicht zu blass wird und dann sieht man eben auch so, ja, so ein bisschen tot aus. Insofern, das würde ich, also von meiner Seite, von den Farben her, bedingt empfehlen, von der Textur und Anwendbarkeit, Haltbarkeit top. Die Palette ist super gut pigmentiert, tolle Farbauswahl, tolle Idee mit diesen Toppern, super gut zu kombinieren. Und das, ach so, auch noch ein Wort dazu, von wegen, dass das so wild durcheinander ist. Ich finde, man sollte das so, ja, zirkulär betrachten, beziehungsweise sternförmig. Immer von diesem hellen Ton nach oben, nach unten kann man kombinieren, hat schon einen Look. Oder in die Richtung heller werdend oder in die Richtung. Okay, ich würde jetzt nicht blau mit rot kombinieren dann, aber hier nur so einen Akzent setzen. Es ist eigentlich alles drin, was man braucht. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie eine andere Palette dafür braucht.
Sehr zu empfehlen, wenn ihr sie bekommen könnt. Erinnert mich so ein bisschen an Gwen Stefani von Urban Decay, aber ja, Bronzer, das war das. Und generell, also möchte ich eine Lanze brechen für Love, I love Love, ich bleibe dabei. Sie haben wirklich, wirklich tolle Produkte, besonders also so für die ganzen Pudersegmente. Die sind immer super, super fein vermahlen und ja, fühlen sich so mineralisch an und riechen auch nicht unangenehm. Und ich habe auch sie immer alle gut vertragen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und ich hoffe, dieses Video ist nicht zu lang geworden, war informativ für euch, hat euch gefallen. Es kommt demnächst auch wieder Naturkosmetik im Test. Wie gesagt, da ist noch schon einiges in der Pipeline. Ihr könnt natürlich gerne auch Videowünsche mir unten in die Kommentare schreiben. Sowieso, ich freue mich von euch zu hören und ja, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke bimmeln und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, habt ihr was aus der LE mitgenommen oder hat euch das gar nicht so interessiert? Was würde euch jetzt nach diesem Video interessieren? Und ja, möchtet ihr noch andere Looks? Soll ich noch andere Varianten ausprobieren? Dann freue ich mich sehr, sehr, sehr von euch zu hören. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und alles, alles Liebe, eure Betty. Bye! Ich komme leider gar nicht dazu, all die schönen Beauty-Videos zu sehen und insofern bin ich da auch gar nicht der Mega-Fan. Aber ich muss sagen, Hatice Schmidt hat wirklich absolutes Profi-Wissen und ich muss sagen, dafür hat es mich überrascht, dass ihr Look, den sie vorgestellt hat, den ich jetzt so auch nachgeschminkt habe, so schön natürlich auf eine Art und Weise ist, obwohl sie sagt, sie ist nicht für so ein bisschen braun in der Lidfalte, dafür ist sie nicht gemacht und sie macht ja die vielen Looks auch wirklich wababoom. Aber, und das macht mir natürlich ab und zu auch mal Spaß, aber dieser Look hat mich wirklich überrascht, denn ich liebe die Raffinesse daran. Er ist einfach, er ist schnell und er ist wirklich auch gut umzusetzen und trotzdem hat er so dieses gewisses Etwas und das gefällt mir richtig, richtig gut. Insofern ist es eigentlich so, wie ich meinen Look am liebsten mag. Absoluter Treffer. Und so könnte ich doch sagen, nicht nur Love-Fan, sondern Hattie-Fan. Bye!